Wie willst du eine Prüfung in einer Minute korrigiert haben? Ich schreibe eine digitale Prüfung, die Schüler lösen es am iPad und der Computer korrigiert es für mich. Haha, guter Witz. Ich bin ein digitaler Lehrer. Leck mich doch am Arsch. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer. Heute geht es darum, wie dass man gute Tests schreiben kann. Und ja, ich mache heute seit einem Jahr etwa zu einem Teil gewisse digitale Prüfungen mit Autokorrektur. Wie ich das genau mache, kann ich später noch erklären. Aber zuerst mal geht es um den Grundgedanken, wie baut man eine differenzierte, qualitative Prüfung auf, die dich als Lehrperson auch nicht 4 bis 8 Stunden Korrektur gibt, so wie es mir früher ging, 2013 bei meiner ersten Stelle. Ich hatte Prüfungen einfach, ich hatte keine Ahnung von Prüfungen und die Aufgaben waren zum Teil unklar formuliert oder zu offen formuliert. Die Prüfungen waren viel zu lange und wenn ich dann 50 Schülerinnen hatte, Parallelklassen und dann einfach 4 bis 6-seitige Prüfungen korrigieren musste, kein Wunder brauchte ich so lange. Und das Ganze auch in eine 6-Monate-Planung irgendwie einzuordnen, wie viel Zeit möchte ich wirklich für die Korrektur mir nehmen. All diese Gedanken haben sich heute viel besser bei mir verordnet und ich kann meine Planungen so ausführen, dass ich sage jetzt mal, irgendwie zwischen 2 bis 3 Stunden für eine Prüfung brauche. Für Aufsätze brauche ich aber immer noch locker mal 4 bis 6 Stunden oder so. Gut, jetzt will ich euch ein paar Tipps geben. Einerseits zur Vorbereitung der Prüfung, damit du dort schon einen guten Plan hast und nicht eine Prüfung hast, die dich ewig braucht zum Korrigieren. Und andererseits die Korrektur selbst, denn dort gibt es auch 2, 3 wichtige Dinge zu beachten. Gut, als erstes die Vorbereitung der Prüfung. Also wenn du die Prüfung schreibst, das Wichtigste ist, überleg dir, wie viele Seiten soll die Prüfung haben. Wenn du im Moment noch 4-seitige Prüfungen schreibst, und vielleicht sagst, es dauert einfach zu lange, das zu korrigieren. Überleg dir mal, wenn ich eine 2-seitige Prüfung schreiben würde, wie müsste diese Prüfung aussehen, damit es den gleichen Inhalt, die gleichen Lernziele, die gleiche Qualität der 4-seitigen Prüfung widerspiegelt. Und da gebe ich dir mal den ersten Tipp. Schau, dass du wirklich mit den Taxonomiestufen arbeitest. Wenn du die Taxonomiestufen beispielsweise nach Bloom benutzt, und überlegst, gut, ich brauche innerhalb von den Taxonomiestufen oder innerhalb der Prüfung alle Taxonomiestufen, dann wirst du die Prüfung schon von Anfang an so aufbauen, dass einzelne Aufgaben vorhanden sind, die von ganz einfach bis ganz schwierig gehen. Und ich sage das auch deshalb, weil nur wenn man 4-seitige oder 6-seitige Prüfungen schreibt und vielleicht von einem Thema insgesamt 10 Beispiele abfragt, das heißt nicht, dass die Qualität des Lernens der Schüler besser geworden ist, nur weil du zum Beispiel 5 Beispiele abfragst. Also einfach da reduzieren. Dann einen anderen Tipp, den ich noch geben möchte, ist, überleg dir ganz genau, welche Antwort du erwartest. Und unterscheide dabei auch, mache ich wirklich geschlossene Aufgaben, wo ganz klar eine bestimmte Antwort verlangt wird? Oder mache ich vielleicht auch mal ein paar Multiple-Choice-Aufgaben? Oder ist es wirklich eine offene Aufgabe und gebe ich da Spielraum für die Antworten? Und da einen Ausgleich zwischen diesen Typen von Fragen in der Prüfung zu haben. So, und jetzt kommen wir zur Korrektur. Da gibt es eigentlich vor allem 3 Tipps. Erstens, plan dir fixe Zeitfenster ein. Wenn du sagst, okay, heute Abend oder am Samstagvormittag, da korrigiere ich mal diese Prüfungen, dann hast du ein offenes Zeitfenster und das kann einfach sein, dass du trödelst dabei oder dir, ich sage jetzt mal, ein bisschen zu viel Zeit nimmst für jede einzelne Prüfung. Hingegen, wenn du weißt zum Beispiel, okay, an einem bestimmten Tag habe ich gerade ein freies Zeitfenster von 2 Stunden, wann auch immer. Wenn du planst, dass du in diesen 2 Stunden nur die Prüfung korrigierst und keine Ablenkungen, keine E-Mails, keine anderen Lehrpersonen, keine anderen Schülerfragen, die dann kommen können, wenn du nur das tust und ganz genau weißt, in 120 Minuten geht meine nächste Lektion los oder was auch immer, dann wird sich dein Fokus so stark auf die Prüfung setzen, dass du viel effizienter arbeitest. Das ist wie wenn man eine Prüfung am nächsten Tag hat und man muss Vollgas büffeln und du wirst ein ganz anderes Tempo an den Tag legen, als wenn du einfach ein offenes Zeitfenster hast und irgendwie mal gucken kannst, wann du fertig wirst. Den 2. Tipp habe ich schon erwähnt, keine Ablenkungen, Handy weg, Computer weg, digitale Prüfungen. Einfach so, dass du wirklich vollen Fokus hast, denn jedes Mal, wenn du kurz abgelenkt wirst, verlierst du wahrscheinlich wieder 15 bis 20 Minuten, bis du wieder voll bei der Sache bist. So, und der 3. Tipp bei der Korrektur, den ich geben möchte, und das ist vor allem etwas, das ich persönlich bei den Aufsätzen mache, musst du einen Timer stellen. Und ja, nimm dir halt wieder dein Handy, aber stell es auf Flugmodus und stell dir einen Timer von beispielsweise 10 Minuten. Und wenn du dann deine Prüfung korrigierst und
den Timer neben dir hast und irgendwie nach 8 Minuten merkst, dass du erst in der Mitte bist, dann weißt du, okay, ich muss in 2 Minuten fertig sein, dann gibst du mehr Gas. Und ja, du hast dann vielleicht 12 Minuten, aber du gibst Gas und du trödelst nicht bei 25 Prüfungen, was dann darin wieder endet, dass du 2-3 Stunden länger für das Ganze hast. Also stell dir einen Timer und nimm es einfach als Richtzeit. Du musst nicht ganz genau in der Zeit fertig sein, aber nimm es dir als Richtwert, als Plan, damit du einigermaßen in der Zeit fertig bist, in der du ja dann irgendwann deine Freizeit wieder haben möchtest. So, und jetzt zum Abschluss. Wie habe ich eine Prüfung in einer Minute korrigiert? Und zwar mit digitalen Tools. Und ja, die Schüler können nicht schummeln, weil ich habe mit Bluetooth Zugriff auf ihre Bildschirme auf dem iPad und sie sehen auch, dass ein Balken kommt, ein blauer Balken. Dein Lehrer sieht, was du am Bildschirm machst, also können sie nicht schummeln und irgendwie Nachrichten schreiben oder irgendwie was nachgucken während der Prüfung. Und heute benutze ich ein Gratis-Tool, das heißt GoFormative. Da kann man sehr viele unterschiedliche Aufgabentypen machen und ich benutze das im Moment im Wesentlichen für zum Beispiel Grammatik oder einen Teil der Rechtschreibung im Deutschunterricht. Das gleiche im Englisch, auch da je nach Thema benutze ich das für 1-2 Prüfungen während dem Semester. Und da weiß ich von Anfang an, welche Formen von Aufgaben das ich kreieren möchte. Beispielsweise Multiple Choice oder die Kurzeingabe von einem Wort als Antwort in eine Lücke, in einen Satz, der fehlt oder sowas. Und damit die Schüler auch wissen, wie die Prüfung funktioniert, mache ich vorher einen sogenannten Ready-for-Test. Das machen wir an unserer Schule. Das ist quasi, sie kriegen mal 5 oder 10 Aufgaben, wie das die Prüfung etwa aussehen wird. Dann können sie sich darauf einstellen, wie diese Prüfung digital genau handzuhaben ist. Und das Wichtige dabei ist, damit es wie gesagt eine qualitative, differenzierte digitale Prüfung ist, mit Autokorrektur, beachte ich die Prinzipien, die ich vorhin alle erklärt habe. Wenn ihr wollt, dass ich mal dieses Tool GoFormative genauer erkläre, weil ihr vielleicht Tablets oder Computer in der Schule habt, schreibt es bitte in die Kommentare, dann kann ich mal ein reines Video machen zu GoFormative. Und sonst schaut euch einfach mal die Website von GoFormative an oder die Videotutorials, die sie selber haben. Aber sonst schreibt mir und ich kann mal ein reines Video dazu machen, wie ich das konkret aufbaue. So, das wär's für heute. Als Abschluss, ich kann euch nur empfehlen, lest mehr, beispielsweise The Hattie oder andere Bücher, die hier in der Videobeschreibung verlinkt sind. Denn nur wenn ihr mehr lest, jeden Tag für euch das lernt, was ihr wollt und nicht einfach in die Lehrerweiterbildung geht, die euch vorgeschrieben wird, sondern selber wählt, was euch wichtig ist. Denn jeder Lehrperson, jeder Schüler hat eigene Bedürfnisse, weil jede Situation ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat individuelle Gedanken und hol dir ein paar Bücher, damit du dich weiterentwickeln kannst. Wenn du die Links benutzt unten in der Videobeschreibung, kannst du mich auch unterstützen, weil ich halt erhalte eine winzige Provision von jedem Buch, das du bestellst, auch andere Dinge, die du über Amazon dann bestellst und es kostet dich auch nichts mehr. Das wär's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Erfolg mit euren Prüfungen und hoffentlich ein bisschen mehr Freizeit für euch, ein bisschen bessere Prüfungen für euch und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.